Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ars Electronica Home Delivery Science Talk. Heute wieder mit dem lieben Erich Meyer von der Kepler Sternwarte. Grüß Gott. Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Und wir dürfen auch Besucher bei uns hier im Deep Space begrüßen. Das freut uns natürlich immer ganz besonders. Heute geht alles um Kometen und Asteroiden, um die Unglücksboten und die Vagabunden des Himmels. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht allzu viel. Ah ja, eines noch, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, Sie sind natürlich wie immer ganz herzlich eingeladen mitzumachen. Nutzen Sie einfach den YouTube-Chat, um Kommentare und Fragen zu posten. Und der Erich wird die dann in Anschluss an seinen Vortrag beantworten. Natürlich auch Fragen, die aus dem Publikum kommen. Und damit würde ich sagen, viel Vergnügen mit Erich Meyers Kometen und Asteroiden, die Unglücksboten und Vagabunden des Himmels. Danke, Thomas, für deine sehr schöne Einführung. Ich möchte auch begrüßen die Gäste aus nah und hoffentlich auch aus fern. Das Thema ist durchaus ein spannendes, möchte aber jetzt gleich dazu sagen, dass Sie nicht nervös werden. Wir werden hoffentlich alle am Ende des Vortrages gemeinsam der Meinung sein, dass Asteroiden und Kometen keine Unglücksboten sind. Sie waren es früher, aber heute nicht mehr. Also wir werden uns eher erfreuen. Den Vortrag haben wir zweigeteilt vorbereitet. Die ersten 5, äußerstenfalls 10 Minuten werden wir mit dem Programm UniView uns im näheren Sonnensystem und im ferneren Sonnensystem aufhalten. Und dann im zweiten Teil werde ich Ihnen eine Präsentation zeigen über diese beiden Himmelsarten, Himmelsobjekte in unserem Sonnensystem. Ich würde sagen, Thomas, ich sehe dich nicht, wo bist du? Ah, da bist du. Ich würde sagen, ich begebe mich jetzt zu dir, ich stehe da am Weg, dann machen wir das Licht aus und ich werde jetzt unverschämterweise unmaskiert nach hinten gehen. Und da, ich sage jetzt einfach nichts. Ja, legen wir los, lieber Thomas. Wir werden mit den Asteroiden beginnen. Und wenn wir uns da jetzt von der Erde entfernen, werden Sie vielleicht wissen, dass Millionen von Asteroiden sich zwischen der Marsbahn und der Jupiterbahn aufhalten. Da fliegen wir jetzt hin. Da sind wir mal bei der Mondbahn vorbeigeflogen. Grün erscheinen schon die anderen inneren Planeten. Der Thomas bewegt uns unsere Raumkapsel so, dass wir da ein wenig nach außen fliegen. Links oben kommt schon die Sonne herein. Da sehen wir die inneren erdähnlichen Planeten, die Merkurbahn, die Venusbahn, die Erdbahn, die Erdbahn, die Marsbahn, dann Jupiter und Saturn. Und hier sehen Sie schon den Asteroidengürtel. Wie gesagt, das ist die Heimat von mehr als 1 Million Asteroiden, auch Kleinplaneten genannt oder andere sagen auch Planetoiden dazu. Und die allermeisten bewegen sich relativ fein auf nur wenig elliptischen Bahnen um die Sonne. Der größte ist übrigens an einem interessanten Datum entdeckt worden, am 1. Jänner 1801, also am Neujahrstag des neuen Jahres 1801 von einem Piazzi in Palermo, also in Italien, Sizilien. Das war der erste entdeckte, ist der größte, den hat man dann Ceres benannt und hat nicht ganz 1000 Kilometer im Durchmesser. Die allermeisten, die Sie da sehen im Asteroidengürtel, sind wesentlich kleiner. Die kleinsten haben vielleicht noch mal 10 Meter als Dimension. Und um die wird es dann im zweiten Teil meiner Präsentation gehen. Und bevor wir jetzt wegfliegen, hat der Thomas noch eine sehr schöne Spezialdarstellung
Darstellung für Sie. Es gibt nämlich nicht nur die sozusagen folgsamen Asteroiden, die da auf braven, ganz schwach elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen, sondern es gibt andere Asteroiden, die ganz wilde Bahnformen haben. Sie sehen das schon, also von einer kreisförmigen Bahn kann hier keine Rede sein. Hochelliptische Bahnen, und wir kennen heute schon mehr als 1000 dieser Asteroiden, die der Erde sehr, sehr nahe kommen können. Und manche von denen schreibt man sogar eine gewisse Zusammenstoßwahrscheinlichkeit mit der Erde zu. Aber Sie werden hoffentlich nicht jetzt beunruhigt sein. Es gibt keinen einzigen bekannten Erdbahn, also Asteroiden, der der Erde nahe kommen kann, der in den nächsten 1800 Jahren auf die Erde theoretisch stürzen könnte. Der nächste Asteroid, der mit einer gewissen Einsturzwahrscheinlichkeit der Erde nahe kommt, das ist erst im März 2880. Also ist noch ziemlich weit weg. Und auch da ist die Einschlagswahrscheinlichkeit nicht 100%, sondern nur 1 zu 200. Nun fliegen wir weiter hinaus zu einem zweiten Asteroidengürtel. Im Gegensatz zum Entdecker des ersten Asteroidengürtels, daher Piazzi, hat eine Dame, eine Berufsastronomin, die Jean Lee, den ersten Asteroiden in diesem Kuipergürtel entdeckt. Das nennt man Kuipergürtel, weil er von einem Mr. Kuiper als erster postuliert wurde. Und mittlerweile kennt man auch hier Tausende und Abertausende von Asteroiden. Die allermeisten bewegen sich sogar schon außerhalb der Neptun- und außerhalb der Pluto-Bahn. Und auch einige Kometen sind hier vorhanden. Die allermeisten haben hunderte Jahre von Umlaufzeiten, also hunderte Jahre als Umlaufzeit. Manche, da gibt es auch sehr exotische, die haben 10.000, 100.000 Jahre Umlaufzeit. Und die sind so lichtschwach, dass wir die nur mit den allergrößten Fernrohren beobachten können. Also die sind schön zum Ansehen, aber sind sozusagen, uns Erdenbürger sind die sozusagen wurscht. Die stören uns niemals. Nun zur letzten, meine ich aber fast interessantesten Gruppe, die Kometen. Wo halten sich denn die allermeisten Kometen in unserem Sonnensystem auf? Da muss jetzt unser Captain der Thomas weit hinaus, ganz am Rande unseres Sonnensystems fliegen. Also wirklich ganz weit hinaus. Wenn wir sagen, der Abstand von der Erde zur Sonne beträgt 1, dann beträgt der Radius dieser Oortschen Wolke 100.000. Oder anders ausgedrückt, ein Lichtjahr sind die allermeisten Kometen in dieser Oortschen Wolke vorhanden. Ein Mr. Oort hat im Jahr 1950 auch diese Oortsche Wolke postuliert. Und seitdem man hunderte und aberhunderte Kometen im Laufe der letzten 1500 Jahre beobachtet hat, gibt es viele Kometenbahnen, die extrem exzentrische Bahnformen haben, und die allermeisten reichen wirklich da bis am Rand dieser Oortschen Wolke. Also unglaublich weit weg, und man spricht davon, dass hier 1 Milliarde bis zu mehreren 100 Milliarden Kometen vorhanden sein müssen. Die allermeisten bewegen sich ganz weit außen, wie hier angezeigt, in dieser kugelförmigen Hülle um unser Sonnensystem. Aber durch gelegentlich durch äußere Störungen
bewegen sich manche Kometen von dieser äußeren Oortschen Wolke oder aus Oortschen Hülle hinein in unser Sonnensystem. Und wenn sie weit genug hineingeflogen sind und in Sonnennähe kommen, dann treten sie als wunderbare Erscheinung am Nachthimmel auf, wie vor 2 Wochen der Komet Neowise, den Sie vielleicht gesehen haben. Also eigentlich unglaublich und unvorstellbar, Milliarden und Abermilliarden von Kometen bewegen sich ganz, ganz weit außen um unser Sonnensystem. Nun würde ich sagen, Thomas, wenn du hoffentlich wieder zurückfindest auf unsere Erde, dann fliegen wir zurück. Und wenn wir wieder an der Erde angekommen sind, dann werde ich mit meiner Präsentation starten. Ach, bist du aber sehr flott. Hm? Hoffentlich da bremst das. Ah, perfekt. Ich weiß, wohl am Thomas ist Verlass. Wenn du vielleicht noch ganz kurz die Nachtseite uns zuzeigst, also nicht deine, sondern die von der Erde, dann müsste jetzt Australien in der Finsternis liegen, also in der Nacht. Das möchte ich noch gern anschauen. Denn alles, was Uniview zeigt, ist live. Das ist nicht irgendeine liebliche künstlerische Darstellung von irgendeinem Programmierer, sondern das ist Zeit. Synchron zur wahren Zeit. Da sehen wir ja schon Australien in der Nacht befindlich. Und wenn es bei uns Nacht wird, dann haben die schon wieder einen Morgen. Nun, Thomas, würde ich sagen, wechseln wir die Thematik und verlassen das wunderbare Programm Uniview und starten wir jetzt mit meiner Präsentation. Beginnen werde ich, wie gesagt, mit Kometen. Das hat einen Grund, warum wir mit Kometen beginnen und mit Asteroiden Ende. Also Sie sehen, ich habe eigentlich 2 Botschaften. Kometen und Asteroiden, Unglücksboten oder fantastische Vagabunden des Himmels. Und ich glaube, am Ende des Vortrages werden Sie mir zustimmen, dass wir, wenn wir da hinausgehen, gleicher Meinung sein werden, dass diese beiden Objektarten, Kometen und Asteroiden, fantastische Vagabunden des Himmels sind. Beginnen wir, wie gesagt, mit den Kometen. Dass es unglaublich viele gibt, habe ich Ihnen schon erklärt. Ich möchte nur mit 2 Seiten kurz in die Geschichte eintauchen, um Ihnen zu zeigen, Kometen haben schon immer die Menschheit fasziniert. Hier ein Buch aus China, ein Ausschnitt. Dieses Buch wurde gezeichnet im Jahr ca. 350 vor Christus. Und in diesem Buch, weil es den Chinesen so wichtig war, haben sie 29 unterschiedliche Kometentypen dargestellt. Für die damaligen Astrologen und Astronomen. Also wie gesagt, schon lange Zeit vor uns haben Kometen die Menschheit fasziniert. Und dieses uralte Fresko möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, weil der Maler Giotto hat im Jahr 1301 den Komet Halley gesehen. Und er war offenbar von dieser Kometenerscheinung so begeistert, dass er im Jahr 1304 dieses Fresko von der Anbetung der Weisen aus dem Morgenland, dass er hier erstmals einen Komet eingezeichnet hat. Und seitdem werden auf allen Krippenbildern seit 1304 Kometen gezeichnet. Vor 1304 waren bei dieser bildhaften Darstellung der Anbetung der Weisen aus dem Morgenland war immer ein Stern eingezeichnet, ein heller Stern. Aber wir haben es dem Maler Giotto zu verdanken, dass seit dieser Zeit Kometen in Krippendarstellungen gezeigt werden. Als es noch keine Fotografiemöglichkeit gab, möchte ich Ihnen noch 2 Zeichnungen zeigen.
eine Zeichnung vom Komet Donati von 1858. Der war extrem hell und hatte einen Schweif, der ungefähr die halbe Himmelsfläche abdeckte, und auf der rechten Seite ein Komet gezeichnet von 1744. Den habe ich deshalb für Sie dazugenommen, weil er auch meiner Meinung nach sehr schön zeigt, dass der Kometenschweif, werden wir dann eh behandeln, was denn der Kometenschweif sein soll, dass dort dazwischen auch Sterne sichtbar sind. Das heißt, es ist ganz offensichtlich, was los ist. Man sieht da durch. Und nun schwenken wir von 1858 oder 1744 auf 2020 und zeige ich Ihnen hier ein Foto von Komet Neowise, oder die Fachbezeichnung heißt C-2020F3. Wer hat diesen Komet entdeckt? Keine Person, sondern ein Teleskop, ein Weltraumteleskop, wurde ja im März des heurigen Jahres entdeckt. Und anhand dieses Fotos, das mir gelungen ist vor zwei Wochen, möchte ich Ihnen einige typische Formationen oder Eigenschaften von Kometen zeigen und erklären. Wenn wir von innen nach außen gehen, das alles Entscheidende ist der Kern des Kometen. Der Kern des Kometen ist bei den allermeisten Kometen immer kleiner als 5 Kilometer. Also ein ganz kleines Stück von maximal 5 Kilometer, die meisten Kometen sind kleiner, ist ein ganz kleines Stück. Aus was besteht dieser Kometenkern? Interessanterweise bezeichnen die Astronomen den Kometenkern als schmutzigen Schneeball. Und das ist jetzt nicht irgendeine flapsige Bemerkung, eine scherzhafte, nein. Es sind ja mittlerweile schon einige Raumsonden zu Kometen geflogen, manche sind auch schon gelandet und haben das bestätigt. Der Komet besteht fast ausschließlich aus Eis, locker zusammengepackt. Und warum sagt man schmutziger Eisball? Weil an der Oberfläche sich winzig kleine Silikatpartikel befinden, winzig klein, da reden wir von einer Tausendstel Millimeter und kleiner oder größer, und sind im Wesentlichen Silikat, also Silizium. Ein bisschen Kohlenstoff ist dabei, ein bisschen Schwefel. Und wenn jetzt dieser Kern in Sonnennähe kommt, dann gast dieser Kern Eis als Wasser Dampf aus, also das Eis verdampft sozusagen und bildet das Kometenhalo, das bis zu 1 Million Kilometer Durchmesser haben kann, und das Halo ist gasförmig. Und manchmal ist das Halo bei manchen Kometen sogar ganz leicht grünlich, kann man sich so erklären, dass da hauptsächlich Kohlenstoffmonoxid und auch Cyanid, Sie haben richtig gehört, Cyanid dabei ist, und das bewirkt durch den Solardruck eine Aufheizung und eine Ionisierung, das leuchtet leicht grünlich. Aber nun zu den wirklich interessanten Teilen. Der meistens größte Teil ist der Staubschweif. Beim Kometen Neowise war der wunderbar freiäugig auch zu sehen. Er ist weißlich bis ganz leicht gelblich, denn er reflektiert nur das Licht der Sonne. Also ist kein, dieser Staubschweif ist nicht selbst leuchtend, wie auch nicht das Halo, wird auch beleuchtet, ganz leicht, wie gesagt, nur ionisiert manchmal. Der Staubschweif reflektiert das Sonnenlicht. Und der Staubschweif besteht aus ganz winzigst kleinen Teilchen, die eben mitgerissen werden. Und der manchmal sehr spannende zweite Teil ist der Gasschweif.
Bei diesen Kometen, wie wir sehen, ist der Gasschweif bläulich, der ist in den allermeisten Fällen bläulich, weil der Gasschweif hauptsächlich aus Kohlenstoffmonoxid entsteht. Wenn dieses Gas ionisiert wird durch den Sonnenwind, dann leuchtet er ganz leicht bläulich. Also der Gasschweif leuchtet von selbst, der Staubschweif reflektiert das Sonnenlicht. Etwas Besonderes möchte ich Ihnen zeigen bei diesem Bild ist, der Gasschweif hat da ganz eine kleine Struktur, so wie wir so gewunden. Und das ist vermutlich daher rührend, jeder Kometenkern rotiert auch um sich selbst. Und während der Rotation gast jetzt der Kometenkern aus und es gibt Stellen, wo mehr Gas austritt, dann gibt es Stellen am Kometenkern, da tritt weniger aus und daher wirkt der so ganz leicht geschweift. Es gibt Kometen, da hat der Staubschweif eine Länge von bis zu 320 Millionen Kilometer. Also der größte je gemessene Staubschweif betrug 320 Millionen Kilometer. Also das ist mehr als das Doppelte des Abstandes Sonne-Erde. Und wenn es Sie interessiert, warum ist denn der Staubschweif so breit gegenüber dem Gasschweif? Der Gasschweif besteht nur aus Gas, aber der Staubschweif besteht zum einen aus ganz kleinsten Staubpartikeln und die werden von Sonnendruck weiter weggedrückt als die Staubteilchen, die eine größere Dimension haben und die fliegen langsamer, so muss ich sagen, die fliegen schneller, die fliegen langsamer und werden daher mehr abgelenkt. Dieses Bild habe ich übrigens in Davidschlag aufgenommen in Oberösterreich. Ja, auch bei uns kommt es vor, dass manchmal ein schöner Abend ist. Den muss man natürlich als Fotograf sofort nutzen. Dieses Bild soll Ihnen vermitteln, dass die Kometenschweifrichtung nichts mit der Bewegung des Kometen um die Sonne zu tun hat, sondern hier sehen wir eine Fotomontage von mehreren Aufnahmen von Kometen Halley und Sie sehen, dass einerseits, wie der Komet der Sonne näher gekommen ist, wurde die Schweiflänge länger, größer. Zum Zweiten, das wollte ich Ihnen eigentlich zeigen, dass der Schweif immer von der Sonne wegzeigt durch den Sonnenwind. Seit wann weiß man das, dass der Schweif immer von der Sonne wegzeigt? Ich habe ein ganz frühes Bild gefunden aus einer Dokumentation von 1532. Also im Jahre 1532 wurde in einem Buch der Kometenschweif dargestellt und man sieht hier natürlich im Nachthimmel die untergegangene Sonne, also die Sonne ist unter dem Horizont und der Schweif zeigt von der Sonne weg. Da gibt es halt einen Astronomen auf der Erde, der diesen Schweif und den Kometen beobachtet. Finde ich ganz eine nette Darstellung. Also wie gesagt, dass der Schweif immer von der Sonne weggerichtet ist, das weiß man schon seit Hunderten von Jahren. Dieses Foto möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Im Jahr 2007 hat der australische Astronom McNaught diesen Komet entdeckt, war bei uns in Österreich praktisch nicht sichtbar. Aber mich fasziniert das Foto aus zweierlei Gründen. Erstens hat dieser Komet einen unglaublich langen Schweif und der Schweif ist gebogen und auch noch sehr stark strukturiert. Ein Gasschweif findet man da bei diesem Komet praktisch nicht, aber einen riesengroßen Staubschweif.
Und mit der jetzt folgenden Grafik möchte ich Ihnen zeigen, wie man sich denn das vorstellen kann, wie so ein Staubschweif entsteht. Ich glaube, das ist ganz schnell und leicht erklärt. Stellen wir uns vor, wir irgendwo, sagen wir, ist da die Erde ist nicht eingezeichnet, Sonne, der Komet, die Kometenbahn, und zu diesem Zeitpunkt gast der Komet halt aus Staubpartikel. Einen Tag früher, aus heutiger Sicht, sind die Schweifpartikel schon bis daher gewandert. Zwei Tage früher schon hier und drei Tage früher hier, sodass sich eine Schweifform, wie hier gezeigt, darstellt. Sie sehen auch, der Schweif weist immer von der Sonne weg, aber in Wirklichkeit ist der Schweif eine ganz eigenartige Hyperbel. Hier eine Nahaufnahme eines Kometen mit dem unaussprechlichen Namen. Sie können es selber probieren, das sind zwar Russen, die diesen Komet entdeckt haben, daher auch diese für mich eher schwierige Aussprechen. Aber die Raumsonde Rosetta ist monatelang um diesen Kometen geflogen. Eine ganz kleine Raumsonde von der Rosetta, die Philae, ist sogar am Komet gelandet. Aber was ich hier zeigen möchte, wie der Komet schön ausgast. Sehen Sie da, das ist der Beginn, der Anfang eines Kometenschweifes. Natürlich ist das alles überbelichtet, die hellen Stellen. Aber da hat man absichtlich so lange belichtet und hat diese überbelichteten Flächen in Kauf genommen, aber nur, dass man darstellen kann, wie der Schweif entsteht, und das ist, wie gesagt, Wasser, was hier verdampft und auch Staub mitreißt. Finde genial, dieses Bild. Jetzt möchte ich Ihnen einen Kometen zeigen, der war eine Weltsensation, wirklich eine Weltsensation. Es gab einen Kometen im Jahr 1992, völlig unbeobachtet von der Menschheit ist der Komet am Jupiter ganz, ganz nahe vorbeigeflogen. Das müssen Sie bedenken, Jupiter ist der größte und massereichste Planet in unserem Sonnensystem und diese unglaubliche Anziehungskraft hat den Komet zerrissen in viele, viele Einzelteile. Kein Mensch hat das bemerkt. Aber am 27. März 1993, wo die Bruchstücke ungefähr da gewesen sind, hat das Ehepaar Caroline und Eugene Shoemaker und der Freund David Levy diesen Komet auf Aufnahmen entdeckt und haben überhaupt nicht gewusst, was das soll. Der Komet hat sich nur als Linie gezeigt und überhaupt nicht als Schweif. Mit dem Hubble Space Teleskop hat man hingehalten und hat gesehen, ups, das muss zwar schaut aus wie ein Komet, aber das sind ja nicht mehr Kometenteile. Und nun hat eine unglaublich erfolgreiche Messkampagne begonnen. Die Internationale Astronomische Union in Cambridge in den USA hat weltweit einen Aufruf getätigt, diesen ganz komischen, wilden Komet zu vermessen. Und hier auf der rechten Seite das, meine ich, berühmteste Zirkular der Internationalen Astronomischen Union vom 22. Mai 1993. Was steht hier? Das war der Direktor, der Brian Marsden. Er hat am 22. Mai 1993 bekannt gegeben, dass, und Sie müssen wissen, das ist ein Engländer, die Engländer machen ein Understatement. Der Brian Marsden hat hier geschrieben, dass um den 25. Juli des folgenden Jahres der Komet nahe am Jupiter vorbeifliegen wird. Wie hat er das geschrieben? Er hat gesagt, in einem Abstand von 3/10.000 astronomische Einheiten, eine astronomische Einheit ist die Entfernung Sonne-Erde,
wird dieser Komet vorbeifliegen. Bemerkt aber hier, der Radius des Jupiter beträgt 15.000 astronomische Einheiten. Also er fliegt näher am Jupiter vorbei, also der Jupiter ist ja größer. Das heißt, er hat nicht geschrieben, es kommt zu einem Zusammenstoß, aber das hat man sich da zusammenreimen können. Und ich als Erich Meyer bin deshalb ein bisschen stolz, weil wir hier aufscheinen, der Erich Meyer, mein Kollege der Erwin Obermeier und der Herbert Raab in Österreich, wir und mit zwei japanischen Astronomen haben ungefähr 25% der Messungen durchgeführt, sodass der Brian Marsden aufgrund dieser Messungen diese sensationelle Bekanntgabe machen konnte. Denn das kann man einfach so sagen, ein bisschen sensationslüstern, das ist die erste Aussage, dass man im Voraus den Zusammenstoß von zwei Himmelsobjekten ausrechnen kann. Das ist ja irgendwie toll. Aber die Frage ist jetzt, hat er sie verrechnet oder nicht? Ich habe mehrmals ein Telegramm bekommen, hey, verdammt euch eh nicht. Nun schauen wir uns noch den Komet an, von Hubble Space Teleskop aufgenommen. Da sieht man die Bruchstücke schön aufgereiht und jedes Bruchstück hat einen Schweif entwickelt. Der Komet hat geheißen Shoemaker-Levy 9. 9 deshalb, weil dieses Triumvirat schon, das ist der 9. Komet, den sie entdeckt haben. Also die waren unglaublich fleißig. Wenn ich sage, waren, sie arbeiten immer zusammen, weil der Eugene Shoemaker ist einige Jahre später in Australien bei einem Autounfall gestorben. Und hier, das finde ich ja jetzt, das ist sozusagen der Beleg, das größte Bruchstück, das hat man G genannt, das hat man einfach nummeriert von A bis X. Das Bruchstück G war das größte und das ist der Effekt des Einschlages des Bruchstückes G auf der Jupiteroberfläche oder genauer gesagt in der Jupiteratmosphäre. Mit unglaublicher Geschwindigkeit von 250.000 Stundenkilometer sind diese Bruchstücke Tag für Tag, das hat ungefähr eine Woche gedauert, sind sie auf die Jupiteroberfläche eingestürzt. Ist allerdings schon einige Jahre aus, 1994. Nun ein ganz kurzes Zeitraffer-Video, das ruckelt ein bisschen, aber ich habe nur 15 Bilder pro Sekunde gewählt. Der Komet Nierweiß. Und wie üblich kommen irgendwann einmal Wolken in der Nacht, einige Flieger, Flugzeugspuren. Das war ganz links die ISS. Da sieht man ganz zart sogar den Gasschweif. Das ist Zwettl. Das ist der Polarstern. Also ich habe noch Nord-Nordwest fotografiert. Da sieht man hier auch den großen Wagen oder großen Bären. Hier ist der kleine Wagen zu sehen. Lassen wir es noch einmal durchlaufen und dann schalten wir weiter. Wir müssen auch auf die Zeit ein wenig Acht geben. Ja, ohne Wolken wäre es schöner. Meine Frau hat gesagt, die Wolken sind aber auch nicht so schlecht. Darum habe ich es hergezeigt. Nun zu den Asteroiden. Habe ich schon erwähnt, die allermeisten bewegen sich zwischen der Mars- und der Jupiterbahn. Heute kennt man mehr als eine Million. Also wir können von Millionen sprechen. Und hier eine Fotokollage, wie den Asteroiden ausschauen. Das sind ganz typische Fotos von den kleineren. Zum Beispiel der größte, der hier dargestellt ist, der hat die Nummer 21. Der hat 130 mal 100 mal 76 Kilometer im Durchmesser. Da gibt es auch ganz kleine, der hat nur 2 mal 1 Kilometer. Und auch sind Kometen dargestellt. Ich habe Ihnen ja gesagt, sind auch einige Raumsonden schon zu Kometen geflogen. Also unterscheiden sich optisch nicht wirklich. Außer wir wissen das, wenn man auch bei Asteroiden schon gelandet ist, das sind gesteinige Körper, also aus Stein, und die sind aus Eis.
30 Jahre lang habe ich als Amateurastronom mich besondere Asteroiden interessiert. Der Thomas hat uns schon ein paar gezeigt, die der Erde gefährlich nahe kommen können. Und da ist zum Beispiel 2006 einer mit 100 Meter Durchmesser am 12. Juni 2006 an der Erde relativ nahe vorbeigekommen. Der hat sich zusätzlich zu der Sternbewegung sehr schnell bewegt, sodass die Kamera oder das Teleskop den Sternen so nachgeführt werden musste, dass die Sterne Striche sind, aber der Asteroid ein Punkt. Hätte das nicht gemacht, wäre der Asteroid niemals zum Fotografieren gewesen. Wir waren übrigens die Letzten weltweit, die diesen Asteroiden 2006 am 12. Juni fotografiert haben. Seitdem ist er der Erde nicht mehr nahe gekommen und daher, der ist so klein, eben 100 Meter, dass er nie mehr bisher beobachtet werden konnte. Die Frage ist jetzt, kann man denn so einen, also da wenn ich mal zurück vor, für diejenigen, die vielleicht einmal schon ein Astrofoto gemacht haben, das kleine Punktal hat eine Helligkeit von 20 Magnituden. Also minimal, ganz, ganz lichtschwach. Aber die Frage ist, kann man denn freiäugig, das eine ohne Teleskop, ohne Fernrohr, ohne Feldstecher, auch einmal einen Vorbeiflug eines Asteroiden sehen? Wenn Sie sich noch ein bisschen gedulden, aber Sie können sich das Datum schon notieren, 13. April 2029 fliegt um 21.15 Uhr Weltzeit mit einem Abstand, ich habe mir nicht verschrieben, von nur 34.000 Kilometer, das ist ein Zehntel der Entfernung Erde-Mond, an der Erde vorbei und entwickelt dabei eine Helligkeit, ich habe es einfach dahergeschrieben, von 2,9 Magnituden, das heißt wunderbar leicht, ohne optische Hilfsmittel beobachtbar und ist in ganz Europa sichtbar. Also ein Glücksfall, hoffen wir, dass am 13. April 2029 Schönwetter herrscht. Da nutzt nichts, wenn wir sagen, na, fliegen wir nach Amerika oder nach Afrika oder nach Australien, da haben wir keinen Glück. Aber das ist übrigens erstmals in der Menschheitsgeschichte, dass man weiß, dass man so einen Vorbeiflug sehen kann, weil der eben unglaublich nahe an der Erde vorbeifliegt. Und der heißt Afophis. Aber wie gesagt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja, da möchte ich jetzt nicht angeben mit dieser Seite, aber wenn man so exotische Asteroiden, diese erdbahnkreuzenden Asteroiden beobachtet, kommen auch manchmal andere unbekannte Asteroiden aufs Bildfeld, aufs Foto und im Laufe der Jahre, Sie sehen eh, das geht von 1996 weg bis 2011, entdeckt man halt auch neue Asteroiden. Das sind ganz normale Asteroiden, aber was ich da nur sagen möchte, wenn man wirklich als Entdecker gilt, dann hat man auch ein Recht der Namensgebung. Da finden Sie zum Beispiel den mit dieser langen Nummer, habe ich Paul Flurer genannt, oder den Biologen Penninger werden Sie kennen, oder den Anton Zeilinger als Atomphysiker, Stelzhammer würde ich Ihnen auch bekannt sein, oder der Astronom aus dem Mittelalter, Johannes von Gmunden oder Reticus, den kennen Sie auch, der war, vielleicht ist es noch, ein Mathematiker in Wien auf der Universität, habe ich Taschen einen Asteroiden benannt, aber er ist jetzt leider Politiker geworden. Normalerweise darf man Namen von Politikern nur hergeben, 100 Jahre nach ihrem Tod. Bei dem ist das ein bisschen anders. Der hat eben von der Wissenschaft in die Politik gewechselt. Sie sehen übrigens, einer ist noch frei. Ich habe noch keine gute Idee gehabt. Nun, zwei letzte Bilder, drei letzte. Diese Zeichnung, bitte beachten Sie, das ist eine künstlerische Darstellung. Aber ich finde es sensationell. Im Jahre 2017 hat man einen Asteroiden beobachtet mit diesem Namen, für mich auch unaussprechlich,
Den Namen hat man gewählt zu Ehren der Ureinwohner auf der Insel Hawaii. Dieser Asteroid, der ungefähr diese Form hat, ungefähr, also der Durchmesser oder die Dicke und die Länge ist bekannt, 400 Meter lang, 40 Meter breit oder dick. Das Unglaubliche von diesem Asteroiden ist, der stammt mit Sicherheit nicht aus unserem Sonnensystem. Der hat eine hyperbolische Bahn, das heißt, der kommt von einem anderen Sternensystem. Und war, so sagen es uns die Astronomen, die gut rechnen können, Millionen, Millionen, zig Millionen, vielleicht sogar 100 Millionen Jahre in den Tiefen des Weltraums unterwegs, bis er in das Gravitationsfeld unseres Sonnensystems gekommen ist und unser Sonnensystem für wenige Tage besucht hat. Besucht natürlich unter Gänsefüßchen. Der fliegt schon wieder ganz weit weg und kann man nicht mehr fotografieren. Also ich finde es außergewöhnlich, dass man, dass der erste Asteroid ist das, Cygnete hat U1, der erste Asteroid, aus einem anderen fernen Sternensystem. Das finde ich sensationell. Da könntest du selber noch mehr nachlesen. Also unglaublich. Aus einem anderen Sternensystem mit anderen Planeten, Exoplaneten, ist der bei uns kurz vorbeigeflogen. Nun braucht man, das lasse ich weg, nun braucht man ein bisschen Licht, bitte. Ein bisschen Licht. Jetzt trete ich nämlich wieder aus der Dunkelheit hervor. Ich habe Ihnen da was mitgenommen. Vielleicht haben Sie es in der Aussendung oder in der Einladung gelesen. Das ist ein Bruchstück eines Asteroiden. Sie werden denken, Moment, das habe ich noch nie gehört, dass einer ein Asteroid oder ein Bruchstück daherbringt. Zwei Begriffe. Ein Asteroid fliegt im Sonnensystem, manche zerbrechen durch Zusammenstöße. Wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten, dann spricht man von einer Sternschnuppe oder von einem Meteor. Und wenn der Meteor so groß war, dass er den Flug durch die Erde am Boden überlebt, dann bleibt ein Meteorit über. Und das Besondere bei diesem Meteorit ist, da habe ich Ihnen das aufgezeichnet, na bitte, du wartest, du kommst jetzt dran. Das, während wir den Meteorit jetzt durchgeben, wenn Sie wollen, erkläre ich Ihnen, warum kann ich sagen, dass das ein Nickel-Eisen-Meteorit ist. Also Sie werden selber, wenn Sie ihn angreifen möchten, mit Handschuhe, damit wir uns nicht anstecken, das ist ein Nickel-Eisen-Asteroid, also bestehend aus Eisen und Nickel. Eigentlich kann man sagen Edelstahl. Das weiß man, da gibt es Menschen, die schneiden den auseinander und machen eine Materialprüfung. Wer den angreifen mag, der soll sich halt bitte Handschuhe nehmen. Da haben wir blaue für größere Hände, ist das richtig? Und die roten für kleinere Hände. Und bei diesem Bild kann ich Ihnen, während Sie den Asteroid begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, möchte ich Ihnen erklären, woher denn dieses Nickeleisen kommt. Größere Asteroiden haben im Zentrum einen Nickel-Eisenkern. Der größte Teil des Asteroiden besteht aus Silikaten, Gestein. Da dazwischen gibt es noch eine Mischung und ganz am Rand gibt es eine Kruste. Sie müssen sich vorstellen, im Weltraum gibt es brutale Höhenstrahlung, Gammastrahlung, das wird alles ein bisschen zerfetzt. Und 5% aller bekannten Meteorite sind Eisenmeteorite. Und mit der letzten Seite möchte ich Ihnen erklären, und ich finde das so unglaublich spannend, woher kommt dieses Nickel-Eisen? Warum ist das nicht
nur Eisen, warum ist das nicht nur Nickel, sondern immer Nickel-Eisen? Bei dem jetzigen Grafik bitte nicht schrecken. Bitte tun Sie sich nicht schrecken. Ich gehe jetzt einmal auf die Knie, dass ich auch selber hinschauen kann. Bei einer Sonnenexplosion entsteht als letztes Element durch den Kernfusionsprozess Nickel, das radioaktive Nickel. Und dieses radioaktive Nickel zerfällt in Kobalt und weiter in das stabile Eisen. Also das Eisen, was Sie da in Händen haben, ist das stabile Eisen und keine Angst, das Nickel, was da enthalten ist, ist nicht radioaktiv, sondern das ist dieses beständige Nickel. Und warum ich Ihnen das erkläre, die Astronomen sind auf eine wunderbare Eigenschaft gekommen. Alle Sternexplosionen einer bestimmten Supernova-Art explodieren immer. Hier habe ich die Helligkeit aufgetragen, also nach oben hin wird es immer heller, nach rechts schreitet die Zeit fort. Stern explodiert bis zu einer bestimmten Helligkeit, dann gibt es einen relativ raschen Helligkeitsabfall. Das ist, wenn das Nickel 56 in das Kobalt umgewandelt wird. Und dann ein schwächerer, langsamerer Abfall, wenn das Kobalt zum Eisen wird. Jetzt werden Sie sich denken, warum erzählt er uns ein Detail? Das ist ja völlig uninteressant. Wir sind ja keine Radiologen. Das Spannende ist, und mit dem schließe ich jetzt, und dann haben wir hoffentlich noch viele Fragen, dass alle Supernovae dieser bestimmten Art alle diesen Helligkeitsverlauf haben. Und nun hat man festgestellt, dass bei Supernovae, die weit weg sind, geht es nicht so schnell, sondern langsamer und dann noch langsamer. Also das dauert 7 Tage und 70 Tage, ganz grob gesagt. Und dann ist man draufgekommen bei den ganz, ganz fernen Supernova-Messungen, also Supernova, die man gemessen hat, in 1 Milliarde Lichtjahre Entfernung. Das dauert nicht mehr 7 Tage, sondern 20 Tage. Die Astronomen haben sich am Kopf gekratzt und gesagt, das kann doch nicht sein. Wenn der physikalische Effekt immer der gleiche ist, warum ist die Zeitskala gedehnt? Bis man draufgekommen ist, hey, Kollegen, das Universum dehnt sich aus. Und mit dieser Funktion ist man draufgekommen, dass weiter weg liegende Supernova-Erscheinungen viel länger dauern. Da ist man draufgekommen, mit diesem Effekt, radioaktive Umwandlung von Nickel in Eisen, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Ich finde das fantastisch. Also je weiter weg, desto weiter mehr als die Zeitskala gedehnt. Und das ist der Beleg für die Astronomen, die haben Tausende und Abertausende von Supernovae gemessen, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Und was sie da durchgehen lassen, das ist eben ein Teil, das muss ich jetzt nur dazu sagen, woher kommt denn das Nickeleisen, das sie in Händen haben? Das kommt nicht aus unserem Sonnensystem, denn unsere Sonne ist ein viel zu kleiner Stern, dass er Eisen und Nickel im Inneren fusioniert. Sondern das Fantastische ist, und jetzt höre ich auf, das Fantastische ist, dass das Eisen-Nickel, das Sie da durchgeben und in der Hand halten, das ist entstanden bei einer Supernova 750 Millionen Jahre vor Entstehen unseres Sonnensystems. Durch Radioisotopenmessung weiß man das ganz genau. Und irgendwann hat sich das zusammengeballt, hat sich mit uns, mit den Materialien und unseren
Ursonnensystem vermischt. Asteroiden sind entstanden, manche sind zusammengestoßen. Und dieser Teil ist vor ungefähr, es hat keiner zugeschaut, vor ein paar hunderttausend Jahren in Arizona ein großer Eisen-Nickel-Meteorit von 50 Tonnen ist er auf die Erde gestürzt, hat einen riesen Krater geschlagen und ein winziges Bruchstück davon ist da. Also ein Teil aus einer längst verloschenen, aus einem längst verloschenen Stern. Das waren jetzt dramatische Worte, ich muss sie auch ein bisschen beeindrucken, wenn da so ein Eisen drum liegt. Und wir sind jetzt fertig. Und ich hoffe, dass Sie noch ein paar Fragen haben, auch wenn die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, gebe ich zu. Ach, das geht sich auf jeden Fall. Wir haben ein Mikro. Der ja. Thomas eilt jetzt zu denjenigen Personen, die hoffentlich Fragen stellen wollen. Wobei, weiß, die erste ist immer die schwierigste. Vorher machen wir uns mal ein bisschen einen schönen Hintergrund. Kurzen Moment. Und also ich sage nur mal, der Eisen... Nickel-Meteorit ist nicht radioaktiv, gell? Also keine Angst. Genau. Fragen aus dem Internet gibt es leider keine. Ich habe gerade noch mal geschaut. Aber wenn von Ihrer Seite eine Frage kommt, einfach die Hand heben. Ich komme dann zu Ihnen mit dem Mikrofon. Möchte noch jemand was wissen? Trauen Sie sich. Super, die erste Frage. Ich würde gerne das wissen, Eis ist gebrochen. Wie kann es sein, dass Kometen so klein sind? Also der Kern, dass der so klein ist und dass da so viel Gas austritt, dass das so groß wird? Das kann man sich so erklären. Ein fester Körper hat immer wesentlich größere Dichte als Gas. Stellen Sie sich Wasser vor. Wasser fest als Eis, hat eine hohe Dichte. Aber der Wasserdampf hat eine ganz geringe Dichte und daher kann das Kometenhalo so einen großen Durchmesser bis zu 1 Million Kilometer haben. Und das muss man sich so vorstellen, das ist ganz, ganz dünn. Extrem dünn. Also wenn man, und das haben auch Raumsonden gemessen, die sind durch einen Schweif geflogen und die Dichte des Materials war dünner als das beste Vakuum, was man auf der Erde erzeugen kann. Habe ich das halbwegs? Ich hoffe, dass nur mindestens zwei Hände hoch. Ich habe eine Frage, falls sich sonst keiner traut. Wenn die ausgasen auf dem Weg durchs Sonnensystem, werden die dann nicht immer bei jeder Runde weniger? Hören die dann nicht auf zum Gasen oder haben die an das Material, ist ja dann nicht mehr im Kometen drin? Das ist ja dann quasi im Schweif, der Staub, das Gas, das heißt, bei jedem Durchflug durchs Sonnensystem wird es weniger. Super Frage. Ein schönes Beispiel ist der Komet Halley, der, glaube ich, 1985 oder 1987 das letzte Mal bei uns in der Nähe der Sonne vorbeigeflogen ist. Der ist im Laufe der letzten 2000 Jahre immer schwächer geworden. Also irgendwann ist das Material so weit aufgebraucht, dass er ganz unscheinbar, künftig wird er weiter seine hochelliptischen Bahnen fliegen, aber irgendwann ist es vorbei. Und manche Kometen lösen sich auch auf. So wie wir das extreme Beispiel gesehen haben, Jupiter zerreißt an Kometen, löst sich dieser schmutzige Eisball beim Durchflug oder nahe Vorbeiflug bei der Sonne auf. Es gibt auch Kometenfotos, wo man sieht, dass der Komet war noch eine Einheit, aber nachdem er hinter der Sonne dann vorbeigeflogen ist, waren es auf einmal Bruchstücke. Und, wenn ich ein Beispiel bringen darf, der 15. August ist ja sehr schön, 11. bis 15. August, die Perseiden, Sternschnuppenstrom. Der Sternschnuppenstrom Perseiden ist der Rest eines Kometen. Der hat sich im Laufe von Jahrtausenden aufgelöst auf seiner Kometenbahn und einmal im Jahr fliegt die Erde durch die Kometenbahn durch und ein paar so ganz kleine Partikel verglühen dann in der Erdatmosphäre und wir sagen, boah, schön. In Wirklichkeit war es ein ganz kleines Drum von einem Komet.
lange kann ein Komet bestehen? Das ist abhängig, wie nahe der Komet, wenn er der Sonne nahe kommt, wie nahe er der Sonne kommt. Also es gibt Kometen, die lösen sich auf, weil sie der Sonne so nahe kommen, die verdampfen. Aber wenn ein Komet zum Beispiel nicht näher der Sonne kommt als zum Jupiter, dann fliegt er Millionen und Millionen Jahre vorbei. Da war nur eine Frage, zumindest der Hand ist hochgeschnellt. Ich habe gehört, eine dumme Frage, es gibt nur dumme Antworten. Eine Frage kann nie dumm sein. Wie kommt es zu den Einschlägen auf der Erde zum Beispiel dann? Wieso verirrt sich der Komet oder Asteroid und verursacht dann... Das ist die Erdanziehungskraft. Also der eine Asteroid, der 2029 ganz nahe vorbeifliegt, der fliegt nur vorbei, weil die Erde keine größere Anziehungskraft hat. Wäre die Erde ein bisschen größer, macht es einen Schnäuzer. Der fliegt übrigens so nahe an der Erde vorbei, dass die Bahn nachher eine ganz eine andere ist. Das kann man noch gar nicht berechnen, wie fliegt er weiter, weil der Vorbeiflug so extrem nahe ist. Was mich beschäftigt, ist, diese ganzen Distanzen, die entziehen sich ja eigentlich unserer Vorstellungskraft. Und ich denke mal, wie kann man das eigentlich dann bemessen oder errechnen, dass ich sage, der ist so und so viel Lichtjahre entfernt oder irgendeine Einheit, die man sich nicht vorstellen kann. Wie kann man das auch berechnen, diese Distanz? Ich hoffe, meine Antwort ist jetzt nicht frech. Der Formel ist es wurscht, welche große Zahl man einsetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel misst, wie weit ist der Saturn weg, macht man das heute ganz einfach. Man schickt einen Radarstrahl hin und nach ein paar Stunden kommt der Reflex vom Saturn zurück und dann kann man aufgrund der Lichtgeschwindigkeit kann man genau auf ein paar hundert Meter ausrechnen, wie weit ist der Saturn weg und kriegt außer, ich sage einmal, das 30-fache von Sonne, Erde. In Kilometer würde ich das gar nicht ausdrucken, das ist eine riesige Zahl. Das, auch wenn wir es uns nicht mehr vorstellen können, mit den Mathematiker, nicht nur die Astronomen, die Mathematiker rechnen mit kleinen und größten Zahlen. Wenn keine Frage mehr ist, dann haben wir es ganz knapp geschafft. Du hast zwar 3 Minuten Überstunden, gell? Das ist okay, das ist mir wert. Muss eh ich zahlen nebenbei. Nein, es war ein Scherz. Du zahlst gar nichts, du kriegst was von uns. Vielleicht. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Herkommen und auch für Sie, liebe Zuseher zu Hause, ich weiß jetzt nicht gerade, welche Kamera, ich schaue einfach mal in die da drüben, auch Sie, liebe Zuseher zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Wir verabschieden uns. Vielen Dank natürlich auch an das Technikteam jedes Mal wieder. Und damit sagen wir Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal.